Grüße dich, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ich bin ganz sicher, dass dir dich der Titel interessiert hat. Wir sprechen heute mal über Seelenheil. Das mag erstmal ein Thema sein, womit vielleicht der ein oder andere nichts anfangen kann. Zumindest wenn er nicht aus irgendeiner spirituellen Ecke kommt. Aber ich habe mal einen sehr provokanten Satz gelesen beim Gurb, beziehungsweise in einem Seminar gehört. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Da ging es genau darum, dass es auf dieser Welt, nenne es von mir aus auch mal in unserer Inkarnation, nicht um unser eigenes Seelenheilen geht. Ja, und ich würde sagen, wir konfrontieren den lieben Gore einfach mal damit und schauen mal, ob er damit was anfangen kann. Ich grüße dich erstmal, mein Lieber. Herzlich willkommen in der Sendung. Ich grüße dich, Patrick. Ich grüße alle, die uns hier zuschauen und zuhören. Ja, willkommen. Ja, das im Sinne, was hast du denn damit gemeint, ne? Dass du so die heilige Kuh angreifst? Ne? Ja, ist ja jeder dritte Satz, den man irgendwo bei Facebook liest, in irgendeinem Meme oder Bild, ist ja, bezieht sich ja darauf, ja. Werde glücklicher, werde zufriedener, werde vollkommener, werde heiler, kümmere dich um deine Seele. Ich weiß ja aus der Erfahrung heraus, dass du da schon immer ein bisschen eine konträre Meinung dazu hast. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, worüber einfach mal reden sollte, damit die Menschen vielleicht einfach auch mal von einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive da mal einen Blick drauf wagen. Ja. Wie immer ist es ja nicht dogmatisch, nur so ist es und nur so ist es. Meistens ist ja der Weg in der Mitte. Aber um den wirklich zu finden und ob es überhaupt um die Mitte geht, ist schon wichtig, dass wir auch mal eine andere Meinung dazu hören. Und ich weiß, du hast definitiv eine andere Meinung dazu. Ja, wobei, wenn ich das Wort Seelenheil da in den Mund nehme, es geschieht eben in diesem Kontext, was du jetzt kurz geschildert hast. Ja, es geht eigentlich um diese moderne, spirituell-esoterische Haltung, die aus meiner Sicht ziemlich konsumentisch oder konsummenschlich ist, im Sinne von, was kriege ich denn von meiner spirituellen Entwicklung, ne? Oder was wäre der große Gewinn dessen, ne? Und das ist Seelenheil. In diesem Kontext stelle ich das sehr groß in Frage und warum schon kurz angeklungen. Ja? Ist für mich eine radikale Verschiebung ins uns Gesunde, wenn man die ganze Entwicklung als einen Eigengewinn sieht, grundsätzlich nicht als Dienst an der Schöpfung, nicht als Mission, ne? Nicht als Hilfe dem Gott Schöpfer bei der Umwälzung und so weiter, sondern was kriege ich? Im Prinzip, man könnte es auch auf die körperliche Gesundheit übertragen, als wäre der Sinn des Lebens, der Inkarnation, körperliche Gesundheit. Ja? Eine körperliche Gesundheit ist eine feine Sache bei der Inkarnation, aber es ist nicht der Sinn der Inkarnation. Ja? Ein gut funktionierender Körper hat auch eine göttliche Komponente, keine Frage. Ist dir aber dafür für irgendetwas gegeben? Überhaupt dieses Leben ist dir für irgendetwas gegeben. Und dieses Etwas hat mit Ziel, mit Teleologie, mit Mission, mit Sinn, ganz groß geschrieben in vier großen Buchstaben, zu tun. Und die Analogie einfach für aufs Geistige oder Seelische übertragen, gilt dasselbe. Was ist denn eine heile Seele oder ein heiler Geist? Ist die Vollständigkeit ist schon der heile Zustand? Ich sage jein. Vollständigkeit ist eine Voraussetzung für großformatige Wirkung. Und ohne diese Wirkung, ohne Auftrag, ohne Beitrag für die Schöpfung, ohne solche große Phänomene wie ausgerichtet sein auf Evolution oder Jiva, ein Begriff für das Optimum der Lebensprozesse, sozusagen fürs Leben oder gegen das Leben. Ja, Jiva, jetzt werfe ich ein Wort in den Raum. Ist diese Vollständigkeit nutzlos? Ja? Du kannst rund sein, sozusagen ausgeglichen in dir, sogar glücklich. Aber wenn du glücklich bist ohne positive Wirkung in dieser Welt, ohne gezielte positive Wirkung, dann ist dein Glück kurz gefasst oder halb blind. Ich sage, es ist dann sogar schade, wenn du glücklich bist, während die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut und du hast dein Seelenheil erlangt.
und willst da irgendein Buddha Kshetra da rausrutschen, aufgestiegener Meister sein, dann ist es sehr schade um dich. Dann bist du zu früh glücklich geworden. Dann ist deine Seele ist gar nicht heil, sondern noch klein. Heil, vielleicht in die Balance gebracht, aber noch klein, dein Herz ist klein, wenn dich der desaströse Zustand dieser Welt überhaupt nicht tangiert. In diesem Umkehrschluss sage ich, erst die bewusste, gewissenhafte, väterliche, mütterliche, brüderliche, göttliche Einwirkung auf die Realität, die dir geschenkt worden ist, 3D-Realität, die ist nicht zu leugnen und auch nicht daraus zu flüchten, sondern zu verbessern. Erst dieser Wille und diese Tat macht dich eigentlich heil. Sonst bist du noch nicht heil. Na, kann sein, dass du zufrieden bist. Dann bist du zufrieden, weil du etwas Wesentliches übersehen hast. Du solltest nicht zufrieden sein angesichts des Zustands dieser Welt und dieser Menschheit, ja, und der Schöpfung. Du solltest unzufrieden sein. In dem Sinne fehlt dir noch etwas, sollte dir fehlen. Und dieses Fehlen solltest du wollen auszufüllen mit deiner Tat oder auch mit generell mit menschlicher Tat. Und erst dadurch deinen Heilzustand definieren. Wenn das noch nicht geschah, dann ist das noch eine ziemlich esoterisch-egoistische Grundhaltung vorhanden, die ich anprangere gerade. Ich denke auch nicht zu Unrecht, ja. Es geht schon um größere Aufgaben. Das heißt ja nicht umsonst, das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Das bedeutet ja schon automatisch, dass ein offensichtlicher Prozess da ist, der uns wachsen lässt, der uns Erfahrungen machen lässt, der uns in die Handlung bringt, manchmal sogar zwingt, in die Handlung zu kommen und eben nicht, sage ich jetzt mal, das Leben irgendwo einfach nur zu leben, ja, im Sinne eben eines Seelenheils oder ich bin zufrieden, ich habe alles Materielle vielleicht, was ich so brauche, Rest interessiert mich nicht. Dann fehlt dann schon irgendwo noch eine wesentliche Komponente. Und oft ist es ja so, dass uns Leben dann, wenn wir in so ein Fahrwasser kommen, ja durchaus wieder Aufgaben gibt. Meistens dann eben nicht so angenehm. Es wäre also doch taktisch klug, das mit diesem Mechanismus zu verstehen und frühzeitig zu handeln und sich vielleicht immer selber wieder ein Stück weit aus der Komfortzone rauszuholen, ja? Und sich Aufgaben zu suchen, durchaus größere Aufgaben als jetzt die reine Selbstversorgung, oder? Kann man das so interpretieren? Würde ich das unterschreiben. Und auch vielleicht von der Perspektive des Erwachsenseins auch noch zusätzlich betrachten, im Sinne ein glückliches Kind, darf ruhig glücklich sein, ohne jegliche Verantwortung, weil es noch klein ist. Man verlangt von einem kleinen Kind nicht, dass er jetzt sich Gedanken drüber macht oder Taten vollbringt, die der Wohlbefinden der Familie oder des Volkes oder der Menschheit beitragen soll. Man verlangt das nicht, weil es noch kleiner ist. Man erwartet aber von einem Erwachsenen schon mal viel mehr Verantwortung für sein Leben, für seine Familie, für seine Umgebung, dass er positive Einwirkung auf das Ganze hat und nicht einfach konsumiert oder bekommt. Ne? Er muss auch was geben, nicht nur nehmen. Insofern ist das differenziert zu betrachten, im Klartext von alten Selbsten oder Seelen, ja, die mehrere Inkarnationen haben, ist definitiv zu erwarten, dass sie jetzt nicht restlos glücklich sein sollen. Ne? Dass sie Verantwortung auch für den desaströsen Zustand der Schöpfung mittragen. Wir haben es mitverursacht, wir haben es mitbegleitet, wir haben diese Jahrtausende mitgestaltet. Und hier ist vieles, was in Ordnung zu bringen gilt. Und von meisten Menschen, also von jungen Seelen, die uns definitiv jetzt nicht schauen, weil es für sie alles sehr spooky ist, was wir erzählen, ne? Die gerade 3 Inkarnationen haben, ist das nicht zu erwarten, auch nicht zu verlangen. Aber gerade von den Spirituellen, die sich für definitiv besser halten als alle anderen, ist genau das zu erwarten, dass sie eben nie glücklich sind. Also ich sehe hier eine gewisse Umkehrung, dass der kleine junge Otto-Normalverbraucher in seinem kleinen Glück angeprangert wird, dass er dumm ist, aber der große, erhabene Spirituelle, der zu Unrecht glücklich ist, der wird nicht angegangen, sondern das wird auch
auch im Kontext unserer spirituellen Tradition, so diese Entrücken, dieses buddhistische oder hinduistische, übrigens auch arische, ja, grundsätzlich, also nach oben ausgerichtete, ja, also hat so ein bisschen Weltfluchkomponente, die in Indien dann also große Früchte gebracht hat. Ich glaube, wir haben diesen Virus in unserem spirituellen System beibehalten. Und deswegen ist diese Blüte im Zuge von New Age induzierten Bewegung künstlich platzierte Glaubenssätze, hat so einen Erfolg, durchgehend Erfolge gebracht, weil es uns Absolution gibt, Schuldablass, ne, von allen, von allem Egoismus. Egoismus wird als absolut in Ordnung, okay, ja, spiritueller Egoismus als Standard implementiert. Und zugleich ist das auch eine sehr bequeme, angenehme Denkrichtung. Deswegen ist das zum Standard geworden und wir übersehen das Ungute darin in grundlegenden Glaubenssätzen der spirituellen Gemeinschaft in dieser Zeit. Ja. Und bei dem Gedanken, den du gerade geäußert hast, der spirituelle Egoismus, kommt mir häufig oder kam mir dieses Bild, ja, das ja. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich halte mich aus allem raus. Also ich meditiere, ich bete vielleicht sogar zu irgendjemandem, ja, nennen es von mir Shiva, Jesus, ist ja egal, wer es letzten Endes ist. Na gut, ganz egal ist es nicht, ist ein anderes Thema, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und sie nehmen sich aus aller Gleichung letzten Endes raus. Ja, und das ist ja eigentlich letzten Endes genau das, was wir gerade gesagt haben. Damit geht ja die Verantwortlichkeit für die höheren Strukturen, für die höheren Verantwortlichkeiten, die wir durchaus als Menschen oder alte Seelen haben, geht ja komplett verloren, weil wir ja tatsächlich sagen, nö, das geht mich ja alles gar nichts an. Das geht auch in diese Richtung, nee, das Negative gucke ich mir nicht an, der gebe ich keine Aufmerksamkeit, das interessiert mich nicht. Ich bin nur Liebe, Licht und alles ist wunderbar. Das ist ja dann aber ein katastrophaler Fehlglaube, um es jetzt mal freundlich auszudrücken. Liebe Zuschauer, eine ganz kurze Unterbrechung für eine wichtige Information. Wusstest du, dass dein Konto geplündert werden kann? Wusstest du, dass deine Lebensversicherung aufgelöst werden kann und die Beiträge eingezogen werden können? Wusstest du, dass Aktienpakete gestoppt werden können und Auszahlungen verweigert werden können? Ja, all das ist bereits gesetzlich verankert. Das ist auch der Grund, warum ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema Vermögensschutz auseinandersetze. Und zwar Vermögensschutz in Edelmetallen und das Ganze gelagert außerhalb der EU, außerhalb dieses Staates, außerhalb der Banken und außerhalb des ESM-Vertrages. Und wenn dich das Ganze interessiert und wenn du wissen möchtest, wie du dein Vermögen und dein Erspartes sichern kannst, dann folge dem ersten Link unter diesem Video oder vereinbare ganz einfach einen Termin. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Das ist ein sehr schwerwiegender auch Denkfehler. Es ist nicht nur Fühlfehler. Beim Fühlen kann man noch sozusagen ein Auge zudrücken. Es gibt tatsächlich real Menschen, die einfach gütig sind oder Menschen, die vom Typus her so Friedensstifter sind, ja, oder Menschen, die tatsächlich so das Positive sehen und das Negative nicht so ernst nehmen. Also ohne Selbstmanipulation, ohne Verlogenheit. Ne? Aber auf der Denkebene sollte man schon verlangen von vernunftbegabten Menschen, dass man das ausgleicht, wenn so eine Richtung vorliegt, umso wichtiger ist, dass der Mensch dann scharf denkt und sich zumindest mal mental nicht rausnimmt aus den Prozessen. Ich bin wieder dann am Thema Verantwortung. Na, überleg dir, also ein Stamm, so wie die Menschheit ursprünglich lebt oder Jahrtausende lang gelebt hat, Großfamilie, Stamm, kleines Volk, ja, da sind Alte mit dabei. Die sind weise, die sind erfahren, die sind Träger des Wissens und gefragte Berater, Ratschläge und so weiter. Na, und da kommen die anderen, die im Saft sind und da kämpfen oder streiten und Pläne schmieden und auf die Schnauze fallen. Sie kommen zu den Alten, fragen sie, was tun?
Und überleg dir, das, was für Instanz wäre das, wenn diese Alten sagen würden, Kinder, das interessiert mich alles nicht. Ich bin drüber, ich bin raus. Ich habe meine Zeit gelebt, das ist alles nur Illusion, das ist alles nur Maya. Ich bin jetzt auf das Höhere ausgerichtet und so weiter. So ein Schrott. Ja, ja, dann ist diese Instanz fällig. Dann ist sie unnütz für die Gemeinschaft. Das grenzt an Verrat. Ja, also in einem Stamm wirst du gleich sehen, wenn Enkelkinder, Opa oder die Großmutter fragen wird und die verweigern ihm Anleitung, Führung, guten Rat, dann grenzt das an Verrat an der Familie. So, hier wird deutlich, wovon wir sprechen. Aber dasselbe gilt auch im Großformat, wie im Kleinen, so im Großen. Das geht auch für die Menschheitsfamilie. Und diese Flucht aus dem Leben ist keine Privatsache. Das ist kein Privatvergnügen. Mag sein, dass dir das Vergnügen bereitet, dann bist du falsch gepolt. Aber abgesehen davon, ob es dir Spaß macht oder nicht, es ist eine Verweigerung der Rechte der jüngeren Generation. Du hast gewisse Pflichten, nicht nur Rechte. Ja, das, diese Grundidee, das Leben ist nur für mich, alles dreht sich um mich. Die ist grundlegend egoistisch. Also wir reden eigentlich von offensichtlichen Sachen. Es ist nur notwendig, das 100-mal zu wiederholen, weil wir sozusagen jetzt gegen den spirituellen Wind spucken. Ja, es fliegt uns zurück in die Fresse. Das ist das Problem, dass diese spirituelle Ausrichtung so massiv und selbstverständlich geworden ist, dass wir 100-mal die einfachsten, selbstverständlichen Sachen wiederholen müssen. Hm. Ach, ich gebe sicher jemanden da draußen, oder der das jetzt sieht und sagt, genau das, ja, oder was, Moment mal, das ist ja, ne, das ist ja Blödsinn oder Quatsch. Aber wir versuchen uns ja nicht nur ein bisschen mit Humor, aber auch mit einer rationalen Ebene mal diesem Thema letzten Endes zu widmen, weil ich sehe, dass, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das epische Ausmaße annimmt, aber ich habe hin und wieder mal mit Menschen zu tun, die, ich möchte sie eigentlich nicht Realitätsverweigerer nennen, aber letzten Endes ist es genau das. Die so in ihrer eigenen Welt leben, dass sie gar nicht mehr mitbekommen, was eigentlich draußen los ist. Mhm. Und ich verstehe den Ansatz, ich kann das auch nachvollziehen, dass man sagt, der Wahnsinn da draußen ist groß genug, ich ziehe mich zurück. Und ich bin sicher, dass das auch für Teile des Tages, der Woche, des Jahres auch sinnvoll ist, sich Auszeiten zu gönnen, auch von diesem Wahnsinn, gar keine Frage. Niemand ist immer wieder 100% on top, das ist gar nicht möglich. Aber sie immer wieder sich einlullen lassen oder eben dann eigentliche Thematiken im Leben haben, also gewisse Dinge erreichen wollen oder andersrum nicht erreicht haben und dann sagen, ja, wir wünschen uns das doch schon so lange und wir hoffen doch schon so lange und wir vertrauen doch schon so lange. Was soll man denn noch machen? Mhm. Und es fehlt eigentlich dieser Impuls zu verstehen, es hat was mit deiner Handlung zu tun. Mhm. Es hat was mit deiner Ausrichtung zu tun. Ne? Und diese Handlung vollzieht sich ja nicht nur an einem Tag, sondern es ist ja etwas, was sich über Wochen, Monate zieht, bis wir vielleicht auch mal ein Ergebnis erzielen oder leben. Mhm. Und klar gibt es die wesentlichen, vielleicht die wichtigsten Dinge, die wir als wichtig in dieser Welt betrachten, erledigt haben. Familie, Auskünfte, Einkünfte etc. ist alles in Ordnung. Dann haben wir eben nicht den Schritt gehen zu sagen, okay, was kann ich denn eigentlich tun? Was ist noch möglich? Wo kann ich Unterstützung leisten? Wo kann ich, und das ist ein wichtiges Thema, wie ich finde, wo kann ich denn mein Wissen weitergeben? Ist ja auch eine Handlung. Ja? Es bedarf ja nicht immer der Organisation riesiger Demos. Ja? Das ist ja gar nicht notwendig, sondern alleine Wissen weiterzugeben und jungen Menschen, jüngeren Menschen dabei zu helfen, einen gewissen Pfad zu finden, ein Ziel im Leben zu finden. Das ist sogar manchmal die Hauptleistung. Ja? Also was erwartet man von Alten? Das ist wieder in der Stammesanalogie oder Großfamilieanalogie. Man erwartet nicht, dass er jetzt aufs Feld geht, weil es schon alt und gebrechlich ist. Ja? Oder dass er in den Krieg zieht, wenn er Stamm zu verteidigen ist und so weiter. Anpackt beim Hausbau. Nein, eben nicht. Sondern seine Leistung ist ein Wissen, ein beherrschtes Wissen, Lebenswissen, ja, Lebensweisheit, unterstützende, nährende Informationsweitergabe, ja, seelische Stütze. Er trägt ganz anders den Stamm und ist eine wesentliche Stütze des Stammes. Und das verstehen alle, wenn das gegeben ist. Und bei Spirituellen heute
ist diese Spaltung sichtbar, aber wohl nicht für alle spürbar. Einerseits gibt es ein entsprechendes Selbstalter oder Seelenalter, was allein dadurch schon festzustellen ist, dass die Menschen für all das, für all die ewigen Themen und Metaphysik und Ontologie und so weiter sich interessieren überhaupt, ne? Das zeigt, dass die Seelen alt genug sind. Und zugleich so Gewohnheit, die natürlich entsteht, wenn du viele Leben sozusagen noch im aktiven und in was kriege ich Modus gelebt hast, ja, so ein junger Erwachsener, ja, er will was vom Leben kriegen, ne? Er ist noch nicht satt, es ist noch nicht weiser, dass später so dieses Geben wird später überwiegen, wenn man schon alles erprobt hat, ausprobiert, gelebt und so weiter, entsteht so eine gewisse Sättigung und auch Dankbarkeit dem Leben und dem Schöpfer gegenüber, was einen Ausdruck sucht und findet in diesem Geben, in diesem Beraten, in diesem Tragen. Ja. Aber man gewöhnt sich an diesen Modus und verpasst oft den Moment, wo schon eigentlich der Dienst angetreten werden darf. Und kann, darf auf Grundlage von Qualitäten, die erlangt worden sind, ja, viele Leben, viele Erfahrungen, da ist, entsteht sowas wie ein Darf. Und möglicherweise ist innere Erlaubnis notwendig im Sinne, du darfst ab jetzt sozusagen einen Dienst antreten. Man vergisst sozusagen, dass diese Phase kommen wird. Man gewöhnt sich in vielen Leben sozusagen an aktiven Modus, auch auf an das Bekommen. Und das ist auch ein Aufruf jetzt an unsere Zuschauer und Zuhörer. Erkennt, dass viele von uns, von euch, längst alt geworden sind. Ich rede jetzt nicht vom Personenalter, sondern vom Seelenalter. Und das hat eine Bedeutung. Das bringt gewisse Pflichten mit sich. Und es ist witzig, komisch und nicht besonders angenehm, wenn man so alte, reife, erfahrene, geschlagene, geprüfte selbst sieht, alte Seelen, die immer noch so ein Kinderspiel versuchen, so Fragerei Mangelhaftigkeit, ja, das fehlt mir noch, das fehlt mir noch. Ich sehe oft, dass da einfach so diese Erkenntnis und Entscheidung gefehlt hat, dass er eigentlich sagt, okay, jetzt bin ich halt inkarnatorisch, jetzt eine andere Phase, jetzt höre ich auf mit dieser ewigen Fragerei, mit dieser ewigen Unsicherheit, Ungewissheit. Suche. Jetzt bin ich der Tragende, jetzt bin ich derjenige, der anderen Gewissheit vermittelt und so weiter. Ja? Dass man bewusst in dieser Phase des Altwerden, Altseins eintritt. Und das ist eine schöne Phase. Ich sehe sogar, dass viele darunter leiden, dass sie sich diese Erlaubnis nicht gegeben haben und sich immer noch für Schüler halten, wo sie längst zurück zum Lehrer haben. Das erinnert mich so ein bisschen an das Thema, ne, die ewige Suche nach mir selbst. Ja? Mhm. Weil es ist eigentlich schon alles da, aber niemand kommt auf die Idee mal zu, ja, Mensch, ist schon soweit. Ja, du kannst loslegen. Das Thema der inneren Erlaubnis finde ich eigentlich auch ein wichtiges Thema. Vielleicht grenzen wir das mal aus und klammern das mal aus und nehmen das mal woanders mit. Weil das könnte auch ein längeres Thema letzten Endes werden. Ich bin für mich persönlich zu der Erkenntnis gekommen, dass beides im Leben, jetzt nehmen wir mal auch das Thema Seelenalter, viele Inkarnationen, junge Seele, alte Seele, vielleicht mal kurz für den Augenblick raus und betrachten uns mal nur die Reise, die wir vielleicht jetzt aktiv auch in irgendeiner Art und Weise erinnern können, weil wir natürlich das ja auch gelebt haben. Bin ich für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass beides möglich ist und beides notwendig ist und beides auch seine Berechtigung hat. Wie du schon sagtest, in jungen Jahren kann man sich durchaus um das Materielle kümmern. Ja, man will stark sein, man hat Erwartungen an das Leben. Okay, nichts dagegen. Mit zunehmendem Alter, man könnte auch sagen Weisheit, Reife, Erkenntnissen, die man so gesammelt hat, funktionieren ja viele Dinge im Leben sehr gut. Man hat das gewisse Grundlagen einfach drauf und das macht man wie morgens Zähne putzen. Es ist nicht mehr, wo man noch üben muss, lernen muss, sondern es funktioniert.
Und kommt dann eigentlich in den späteren Lebensjahren dann eher zu dem Thema der Spiritualität oder sich mit den anderen Dingen zu beschäftigen. Was gibt es noch? Ja, das Materielle ist vielleicht bis zu mir Wissen gerade abgeschöpft und auch hinreichend erlebt. Und man kümmert sich dann eben halt auch um die größeren Räder, durchaus auch um Esoterik, spirituelle Sachen. Und so ist eigentlich auch selbst in diesem Leben möglich, beide diese Aspekte zu leben. Ich erlebe aber viele Menschen im Umkehrschluss, die schon in jungen Jahren, weil sie vielleicht auf der materiellen Ebene scheitern, weil auch da ihnen niemand beigebracht hat, wie das funktioniert. Hauptsächlich übrigens bei Männern erlebe ich das. Wie setze ich mich durch? Wie erobere ich diese Welt? Wie erschaffe ich das, was ich will, was mir mein Leben zuträglich ist? Die haben keine Ahnung. Klar, es hat ihnen niemand beigebracht. Dann vielleicht scheitern. Und dann den Ausweg suchen. Dann lernen sie vielleicht eine Frau kennen, die vielleicht, ja, so, ich mache jetzt ein Beispiel, bitte nehmt es mir nicht übel, ein bisschen schamanisch aus, angehaucht ist oder sich mit Yoga schon mal beschäftigt hat. Und man kommt dann sehr, sehr, sehr schnell in so ein Fahrwasser, dass man eben die Esoterik und Spiritualität als Ausrede nutzt. Mhm. Ich brauche doch gar nicht mich um mich kümmern, Materielles. Ich kümmere mich nur noch um das große Ganze. Und sich dann dabei komplett vergisst. Ja, also die Frauen gehen oft in die völlige Aufopferung, ja, und die Männer ziehen irgendwie mit und haben dann auch so den ein oder anderen spirituellen Faden gesponnen, wo sie einfach sagen, nee, es wird, kommt schon alles, ich muss nur vertrauen, ich muss gar nicht handeln, ja, das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Und Krieger sein darf ja schon gar nicht in dieser Welt, das ist ja eh verpönt. Und dann sitzt man letzten Endes auch drin in der Sackgasse. Bin absolut bei dir, Patrick. Es ist auch eine sehr wichtige Sparte. Ich würde dir beipflichten. Aus meiner Sicht sind so echte so Mönche, ne, vom Typus her, oder so all die Ramana Maharshi und solche Typen sind Seltenheiten, Ausnahme. Die gibt es, es ist gut, dass es sie gibt, und es bedeutet nicht, dass das für die meisten oder für vielen ein richtiger und bester Lebensmodus wäre, ja, auch wenn sie hoch gehandelt werden, ja, hoch im Kurs. Ganz im Gegenteil, ich sehe auch als eine sogar eine spirituelle Notwendigkeit oder eine Notwendigkeit der spirituellen Entwicklung diese Welt, die nicht nieder ist, sie ist dicht, sie ist ein Brennpunkt, sie ist nicht zu verpönen aus der Buddha-Perspektive und so weiter. Also versucht nicht schlauer als Gott zu sein. Dieser Brennpunkt der Realität ist erschaffen worden, weil hier die höchsten Herausforderungen herrschen. Ja? Also nicht da scheinheilig hinabschauen, sondern respektieren und auch anerkennen den Wert dieser Realität und dessen, dass man mit dieser Realität zumindest mal klarkommen sollte. Ja, wenn du schon inkarnierst und Inkarnation ist auch eine Schule, ja, nicht nur, dann sollte man schon auch diese Realität meistern. Und wie individuell das ausschaut, ja, in vielen Leben gibt es Hürden, die zu nehmen sind. Es gibt kleine und große Katastrophen, über die man drüber gehen muss und die dann reparieren, verbessern und so weiter. Und, das ist alles richtig und wertvoll. Ne? Und das ist das Gegenteil der Haltung, ich bin sowieso nicht für das Niedere berufen, ja, und alles geht dann schief in deinem Leben. Es hat einen spirituellen Wert, dass du, mein Lieber, dein Leben auf die Reihe kriegst. Es hat einen spirituellen Wert, dass du dich und deine Liebsten versorgen kannst. Es hat einen spirituellen Wert, dass du sie beschützen kannst. Auch im Falle einer harten Konfrontation bis hin zum Krieg, also Stichwort Krieger. Das alles sind Kompetenzen, die in diesem Leben enthalten sind. Sie zu verweigern, nur weil es bei dir noch nicht so gut klappt, ist sich selbst in die Tasche lügen. Ich sage nicht, dass Millionär werden so und so weiter, frag die Amerikaner. Ja, ich bin da von der anderen Seite. Ja? Ich sage einfach, sei erfolgreich in deinen Begriffen. Ja?
Sei es. Kann sein, dass du Erfolg anders definierst. Aber es gibt dennoch minimale Anforderungen an das Klarkommen und im 3D-Leben. Das heißt, du versorgst dich, du versorgst deine Lieben. Zumindest mal imstande bist du das. Du beschützt sie, du versinkst nicht im Chaos. Es wächst dir nicht alles über den Kopf. Wenn das der Fall ist, dann ist das deine spirituelle Aufgabe, dein Leben in Ordnung zu bringen und nicht davor zu flüchten im Sinne, ach, das hat sowieso alles keinen Wert. Doch, genau das hat einen Wert, dass du diese Kompetenz erlangst. Weil nur wenn du dein fassbares Leben in Ordnung bringen kannst, nur dann kannst du auch was im Feinstofflichen bewirken. Sonst wie das. Hier Chaot, hier versagt, aber da oben in höheren Sphären bist du ein wertvoller Berater. Wieso? Wodurch? Ja? Dann zeige, dass du das Fassbare zuerst mal in die Hand bekommst. Dann kannst du dir auch reines Gewissens auch die Erlaubnis geben, da in die andere Sphäre zu gehen und auch dort erfolgreich zu sein. Also lasst uns diese 3D nicht abschätzend behandeln, sondern in hohen, auch spirituellen Werten in diesem ganz praktischen Leben sehen. Bitte, Freunde. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, weil er so ein bisschen die letzte halbe Stunde Revue passieren lässt und auch einen Deckel drauf setzt im Sinne von einer Handlungsempfehlung, sage ich jetzt einfach mal, ja, oder einer Kaskade, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, in dem Moment, wenn ich das die Realität, auch wenn die definierbar ist, aber bleiben wir bei dem Begriff, annehme und die Dinge regle, auf moralischer, ethischer Basisregel eine Mission verfolge, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass auch der materielle Erfolg, weil ich vielen Menschen helfe, vielen Menschen auch wirklich gebe, dass der wieder zurückkommt, ist doch viel höher, als wenn ich versuche, nur in der materiellen Welt erfolgreich zu sein. Und das ist ja genau das, wo wir uns auch hinentwickeln dürfen, dass wir diese beiden Welten endlich zusammenbringen, dass nicht der, nehmen wir doch den, der sagt, ey, mein Ziel ist es, Millionär zu werden. Okay, schön, werd Millionär. Such, aber das ist nicht das Ziel, weil dieses Ziel hat keine Ethik und keine Moral. Wenn du aber sagst, ich habe Ethik und Moral und verbinde das mit einer Mission und werde dabei Millionär. Herzlichen Glückwunsch, du hast beide Prinzipien gelebt. Ja. Und umgedreht auch, dass die spirituelle Welt oder auch die esoterischen Lehren oder Leuten, die denen sehr anhänglich sind, das Geld nicht ablehnen, den Materialismus nicht ablehnen oder geschweige denn den Menschen, der sagt, ich möchte reich werden, dann zum Beispiel verurteilt. Weil das darfst du ja nicht. Du musst ja in der Askese leben, um wirklich spirituell zu sein. Und ich glaube, da haben wir so viele Baustellen, die wir aufzuräumen haben, im Verständnis miteinander. Und dann kann es auch gehen, dass es dir natürlich deutlich besser geht. Und es ist auch eine Tatsache, dass wenn es dir nicht gut geht, ja, wie willst du den anderen helfen? Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist ja gar nicht möglich. Ja? Du musst erst laufen lernen, bevor du es wirklich umsetzt. Du kannst niemanden durch Worte erklären, wie Laufen funktioniert. Er muss es selber ausprobieren oder schwimmen. Du kannst ja eine Stunde einen Vortrag halten, wie Schwimmen funktioniert, Auftriebskräfte, Physik, wie hängt das zusammen? Deswegen kann er das auch schon. Und welche Muskeln wann anzuspannen? Ja, genau. Genau, ja. Jedes Kind wird sofort verstehen, ne? Ja, genau. Ne? Ja. Eigentlich so logisch, ne? Eigentlich, wir wissen das, aber wir sind aus irgendeinem Grund immer wieder, wenn es um die normalen täglichen Dinge geht im Leben, verfolgen wir lieber hochabstrakte spirituelle Konzepte, aber auch materielle Konzepte, die uns eigentlich überhaupt keinen Meter voranbringen. Ja? Das ist, wir drehen uns letzten Endes wie im Brummkreisel nur im Kreis. Ja? Und wundern, dass uns schwindlig wird. Wo du es gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, weißt du, es ist zum Teil auch das ist ein Abstrakt und so diese Trennung, die wir vollziehen, die ist verständlich. Also unsere Sprache, unsere ganze mentale Sphäre basiert auf gewissen Kategorisierungen. Ja? Also es ist hilfreich, wir verstehen, was wir meinen, wenn wir von spirituell und weltlich reden. Ja, ist für uns klar. Ich sage noch eins, für Gott ist das nicht klar. Gott macht diese Trennung gar nicht. Es ist nicht hier das Profane links und rechts, das Spirituelle. Das stimmt nicht. So wie im Farbspektrum. Ja, du auch nicht sagst, okay, Rot ist niedere Farbe.
Und Violett ist aber eine sehr erhabene Farbe. Ja, die brauchen wir für Rot und so, sowas, Orange oder auch Gelb und Grün. Das ist mir zu tief, zu niedrig. Also ich funktioniere erst ab Indigo und Violett und ich strebe Ultraviolett an. So, das ist meine Welt und so, ja. Es ist einfach ein Licht, das wir aufspalten. Also Prisma spaltet das auf, aber für Gott ist es ein Licht. Für Gott ist es einfach Leben. Ja? Und unser Verstand, unser kategorialer Apparat, was berechtigt ist und gut, ja, ist eine Art Prisma, das in Kategorien aufspaltet. Und dann hängen wir die Wertungen an. Und die sind einfach zu kurz gegriffen. Ich habe nicht grundsätzlich gegen Wertung. Ich sage nur, dass wir manchmal ethisch bewerten, was nicht nötig ist. Und auch umgekehrt, etwas, was ethisch bewertet muss, tun wir es nicht. Also da ist eine gewisse Verschiebung. So ist mit diesem weltlichen und spirituell, findet eine ethische Bewertung statt, die selten gerechtfertigt ist. Ja? Im Sinne von spirituell gut und weltlich heißt profan, heißt 3D, Idiot, also schlecht, böse, ich will damit nichts zu tun haben. Mhm. So ganz überspitzt formuliert. Und ich sage, bei Gott ist das nicht getrennt. Und du findest spirituelle Tiefen im einfachen Leben, so wie wir jetzt davor gesprochen haben, dass wir praktische Aufgaben einen spirituellen Wert haben. So auch oft ist das einfach in einem normalen Gespräch mit einem Menschen, der verzweifelt ist, niedergeschlagen ist. Du redest da nicht groß von Inkarnation oder übergeordnete Perspektive, Metaphysik und Ontologie, sondern du sagst ein paar Worte, die ihn treffen, die ihn erreichen. Das können, oft sollen sogar sehr einfache Zugänge sein. Das heißt nicht, dass du in unteren Sphären dich bewegst. Ganz im Gegenteil, das ist Meisterschaft, dass du imstande bist, auch diesen Menschen zu helfen oder in dieser Schwingung anzukommen und auch sie zu meistern. Da ist nichts Niederes darin. Im Gegenteil, das ist Meisterschaft. Die Meisterschaft ist oben wie unten, innen wie außen. So genau wie der Baum nicht nur oben einen Wert hat in der Krone, wo die Blüten sind, sondern auch in Wurzeln. Wenn die Wurzeln krank sind, dann wird der Baum fällen, egal wie hoch es gewachsen ist. Insofern, dieser Befassen mit einem ganz praktischen, sozusagen niederen, sozusagen weltlichen, hat oft einen unermesslichen spirituellen Wert, wenn du das Beste tust, wenn du das meisterst, wenn du die Menschen auch in diesen Sphären hilfst und nicht drüber erhebst und sagst, okay, ich will mit dir nichts zu tun haben, so primitive Probleme, ich bin da längst drüber. Ja? Ich finde, dass wir kollektiv die spirituelle Gemeinschaft in der Phase angekommen sind, wo eine Rückbesinnung dringend notwendig ist auf das echte Leben, auf die Menschen, die vielleicht wenig Inkarnation haben und deswegen vieles nicht durchblicken. Und diese Arroganz und diese Hochnäsigkeit, die gehört eigentlich gekillt oder mit Humor in die Mülltonne weggeworfen. Ja? Und die Rückbesinnung auf das simple, auch simple Leben, das ist auch göttlich. Und die Menschen, die mit dem simplen Leben sich beschäftigen, brauchen unsere Hilfe, die nicht von oben herabkommt. Hier wird eine spirituelle Entwicklung für uns stattfinden, Freunde, bei Gott. So ist es. Ja, erst, wie du schon sagtest, die Wertung mal rausnehmen, aus göttlicher Sicht zumindest, da wird nicht aufgespaltet. Klar, das Ergebnis, was wir beobachten können, was wir im Augenblick wahrnehmen, mit den Sinnen, die uns gegeben sind, ist natürlich eine Aufspaltung, ist ja gar keine Frage. Verzeihung. Aber ich glaube, das ist ja der Kern aller mystischen Schulen und aller esoterischen Schulen, spirituellen Schulen, eben als Grundsatz erstmal begreiflich zu machen, es ist keine Trennung vorhanden. Alles ist mit allem in irgendeiner Art und Weise verbunden. Ob wir das nun sehen, wahrnehmen, riechen, schmecken, spielt dabei gar keine Rolle. Wir können begreifen, dass es so ist, auf einer gewissen Ebene. Mhm. Ja. Und ich erlebe häufig, dass wenn die Menschen bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, ja, wenn du in der 3D-Realität einen Impuls setzt, dich in eine Frequenz begibst, dich mit einem Thema beschäftigst,
dann koppelst du in die geistige Welt an dieses Thema an und es entsteht ein Wechselspiel. Ja, also von Geben und Nehmen. Wie kannst du in der materiellen Welt materiellen Wohlstand erreichen, wenn du dich nur mit geistigen Themen beschäftigst? Das wird, es gibt Leute, denen gelingt das ohne Frage, aber das wird nicht, ist nicht der Durchschnitt, ne? Ist nicht die Normalität. Gesundheit genau das Gleiche, überhaupt Liebe und so weiter, sind auf jedes Thema anzusetzen. Viele machen den zweiten vor dem ersten Schritt. Sie sagen, ich muss mich in der spirituellen Welt aufhalten und dort natürlich um Geld bitten, um Geschenke, was auch immer. Ja? Wir kriechen quasi zu Grabe auf gut Deutsch und flehen, bitte gib mir das, gib mir das, gib mir das. Sind aber nicht in der Lage, in der physischen 3D-Realität den Impuls hier zu setzen und mit diesen Feldern wirklich anzukoppeln, dass diese Wechselschleife, dieser Sog entsteht. So verstehe ich das. Ja, und da ist beides wieder da drin. Du hast in der 3D-Realität genauso eine Aufgabe und eine Handlung zu vollziehen, die dann mit einer energetischen Komponente, einer geistigen Sphäre in Resonanz geht und dann entsteht ein Wechselspiel und Informationen können hin und her. Ja, es ist auch eine gewisse Ohnmachtshaltung gegeben in dieser in diesem Modus. Ich bitte die geistige Welt, die mir 100% wohlgesonnen ist, weil ich so ein Toller bin, ja, um materiellen Wohlstand. Ne? Die Leute sagen meistens, also von oben, es ist überhaupt nicht mein Bereich, Junge. Du bist doch Meister der Dichter. Du bist doch inkarniert. Und zwar so 70 Mal hast du inkarniert. Ich war noch nie da unten. Ja, also ich rede jetzt wie irgendein Erzengel, ne? Von oben. Ja, woher soll ich das denn wissen, ne? Wie das funktioniert? Okay, lass mich mal kurz nachdenken. Was kann ich da? Es gibt Leute, die ein bisschen besser durchblicken. Das ist meistens Leute von unten, aus dem unteren Hyperraum, nicht gleich böse. Ja? Die können da schon ein bisschen nachhelfen. Bloß, was geschieht hier? Wirst du als zum Beispiel Papa oder Mama nicht genervt, wenn dein Kind, das langsam in die Jahre kommt, ja, und schon junge Erwachsene ist, also immer noch bettelt, ne? Zuerst war jahrelang, gib mir Schokolade und noch eine Schokolade und noch eine Schokolade, dann irgendwie Geld und Geld und Geld. Irgendwann wird's ja peinlich, langsam, ja. Irgendwann erwartest du, dass der Mensch selbst auch sein Leben bestreitet. So auch hier. Es ist, Leute, es war verständlich, dass man versucht, dann auf die geistige Welt so diese deine Aufgabe abzuwälzen, ja, dich einfach so in Wohlstandsbereich zu begeben, ja, und nicht in die Misere zu leben. Oder Ordnungsbereich, besser so, Ordnung. Ja, dein Leben in Ordnung beinhaltet auch Vorhandensein im ausreichenden Maße all dessen, was du benötigst fürs Leben. Das nennt man Leben in Ordnung. Also dein Leben in Ordnung bringen ist deine Aufgabe vor allem und nicht die Aufgabe der befreundeten Engel. Ne? So, abgesehen davon ist es etwas, was dich schwächt, was deine sozusagen Realitätsbezugsmuskeln sich atrophieren lässt, deinen Realitätsbezug schwächer werden lässt. Und du bist dann wollens ein bisschen Realitätsflüchtling. Das begünstigt. Je stärker du in diese Schiene gehst, desto mehr bist du geneigt, irgendwann so weiße Fahne zu hissen und sagen, okay, für 3D bin ich überhaupt nicht zuständig. Das ist ein falscher Weg. Du kannst auch als alter selbst oder als Erwachsener, der andere Aufgabe wahrgenommen hat, zum Beispiel hauptberuflich berätst du die jungen Menschen oder du betreibst Realitätssteuerungen im Hyperraum, du sorgst auf der globalen kosmischen Ebene für das Wohlergehen deiner Spezies, wo auch immer, von bis eine große Aufgabenliste. Heißt nicht, dass du dabei oder sogar dadurch nicht dein Leben in Ordnung hältst, in der neuen Ordnung, was auch die materielle Komponente beinhaltet. Überhaupt gar nicht. Heißt nicht, oh, jetzt, weil ich so einen wichtigen Job mache, muss die geistige Welt dafür sorgen, dass ich auch genug Kohle habe. Nein, das ist ein Druckschluss. Müssen sie nicht.
Es ist viel besser, du machst locker beides parallel. Das heißt, du bist Meister des Lebens, des dichten Lebens und des feinstofflichen Lebens. Aber das ist doch das Ziel. Ja? Und wenn wir das nicht packen oder streckenweise nicht packen, heißt nicht, dass wir uns in die Tasche lügen müssen. Das wäre gar nicht erstrebenswert. Doch ist es. Sei einfach ehrlich mit dir. Bring dein Leben auf allen Ebenen in Ordnung. Sei erfolgreich in deiner Begrifflichkeit des Erfolges. Hm. Dafür brauchst du nicht mal spirituelle Konzepte bedienen. Das weiß ja jedes Kind. Das ist jedes Kind ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es sollte ein Verständnis dafür geben, dass wenn du A, etwas haben möchtest oder sowas, dass du dafür was tun musstest. Alles hat seinen Preis. Der Preis bedeutet jetzt nicht zwingendermaßen Blut und Schweiß, aber es kann Zeit sein, es kann Aufwand bedeuten, was auch immer, spielt keine Rolle. Und das ist ja die Definition von absurd letzten Endes. Und immer wieder das Gleiche zu machen, in dem Fall beten, hoffen, wünschen, aufschreiben, Zettel verbrennen, Wünsche loslassen, aber nichts anderes tun. Weil dann würde ich doch aus der geistigen Welt mich fragen, was bringst du denn auf den Tisch außer Forderung? Ja, ja. Was bringst du denn mit, außer zu fordern? Und ist egal, wie freundlich du forderst, aber es ist eine Forderung ans Leben. Ja? Wenn du die Forderung an dich selbst stellst, dann haben wir ja aus meiner Sicht selber ja Mechanismen, die uns sagen, der Körper zeigt dir, wann er nicht gesund ist, ja, wann er Hunger hat. Er hat ja Mechanismen. Auch dein Gefühl, deine Psyche wird dir sagen, ob du dich wohlfühlst. Wenn du dich nicht wohlfühlst, okay, was gibt's zu ändern? Hat es was mit Gesundheit zu tun? Fehlt wirklich der Wohlstand oder die, ich sage jetzt mal nicht Wohlstand, ist ein falsches Wort dafür, sondern die Bedürfnispyramide. Warm, ja, ein Dach über den Kopf und so weiter und so fort. Ja, dann kümmere dich darum. Aber die meisten oder viele Menschen sind nur am Fordern, Fordern, Fordern und legen aber nichts auf den Tisch. Und das ist auch dieses Geben, was sehr schwach ausfällt meistens, ja. Das Geben. Und das Geben nicht im Sinne von sich vorausgeben, ja, und irgendwann mit Burnout da landen in der Ecke, sondern geben als Quelle. Ja, in der Quellqualität. Die Quelle versiegt nicht. Die Quelle sprudelt, gibt und das ist natürlich, verlangt übrigens auch nichts als Gegenzug, steht keine Forderung, okay, erst wenn ich so viel und so viel Wasser bekomme, dann werde ich halt zur Quelle. So, das ist alles Analogien, damit wir verstehen, dass Geben auch ein nachhaltiger Zustand sein kann und im Alter auch ist. Und das hängt auch mit Arbeit zusammen. Ne? Also bevor wir jetzt mit dem Gespräch angefangen haben mit dir, Patrick, habe ich das nächste Webinar vorbereitet. Und ich werde eine Woche sitzen, vor dem Computer Sachen schreiben, dann irgendwo rausgehen, überlegen, mir aufschreiben, notieren, sortieren, Bilder dazu finden. Ist das eine Voraussetzung dafür, dass ich Webinar machen kann? Nein, ich kann ohne jegliche Vorbereitung starten und das wird immer noch ein gutes Webinar sein. Und ich werde, mein Thema das nächste Mal ist das deutsche Kulturcode am Sonntag. Ne? Ich werde auch aus der Hüfte schießen können und das wird interessant. Warum mache ich mir das Ganze? Wieso arbeite ich dann eine Woche lang, damit es besser wird? Es wird besser, wenn ich mich vorbereite. Ich kann frei reden, aber ich will, dass es besser wird. Das heißt, ich will, dass meine Teilnehmer sich verbessern. Ich will, dass auch ich mich verbessere. Das bedeutet Schweiß, das bedeutet Arbeit. Das ist aber Evolution. Das ist ein Geben. Über das Maß hinaus, was verlangt wird. Niemand verlangt da was von mir. Ich verlange von mir eine stetig steigende Qualität. Und das ist eine Empfehlung an uns alle. Das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Das ist die Instanz in dir, die auf natürliche Art und Weise deine Eltern dir vielleicht beigebracht haben oder die man sich über den Zeitraum auch aneignen darf, eben das Beste zu suchen, das Beste zu tun. Nicht in der Prämisse, im Dogma, es jedes Mal zu schaffen, aber zumindest mal die Grundvoraussetzung zu sagen, ich gebe in diesem Fall das Beste, was mir möglich ist. Jeder von uns, der schon mal studieren war oder sowas oder der vielleicht ältere Lehrer hatte, der weiß das in der Schule oder im Studium. Wenn der Professor oder die Lehrerin, wie auch immer,
eigentlich seit 20 Jahren den gleichen Vortrag hält, du kriegst es mit, dass sie sich nie wieder damit beschäftigt hat, sondern sie zieht Schema F ab, ja, und Schema F ist zu erwarten. Und die Lehrer, die aber immer wieder versuchen, sich selber zu verbessern, nicht nur im Sinne von Weiterbildung und so weiter und so fort, sondern die es interessant gestalten, die Abwechslung reinbringen, das sind oft die, die erfolgreich Wissen vermitteln können, weil sie eben nicht stehen bleiben. Es gibt das Sprichwort, sich auf Lorbeeren ausruhen, letzten Endes das gleiche Thema. Ne? Ja, in sich eine Instanz entwickeln, zu sagen, nach was Großem streben, nach größerem Streben, egal wie es ist. Ne? Und dabei müssen wir nicht den Weltfrieden vielleicht in erster Linie haben. Auch wenn das nicht schlimm ist, wenn es so ist, aber klein anfangen. Alleine diese Resonanz im eigenen Körper bedeutet ja schon, dass ich mich auf einem Pfad mache, wo ich weiß, könnte schwierig werden, können Steine kommen. Ja, ich begebe mich eben außerhalb der Komfortzone, weil ich bereit bin, mehr zu leisten, als vielleicht gefordert wird. Das ist eine gute Formel. Ja? Leiste mehr, als es verlangt wird. Ja? Das ist gute Richtlinie. Das ist ein guter Vektor im Leben. Mhm. Ja. Das wird vielleicht auch nicht jedes Mal gelingen. Wie gesagt, da ist ja nichts Schlimmes dran. Ne? Gerade wenn wir was Neues lernen, dürfen wir auch durchaus achtsam mit uns selbst sein. Das wird uns schwerfallen. Wie gesagt, schwimmen, du wirst nicht ins Wasser geworfen und kannst schwimmen. Es bedarf Zeit. Beim Fahrradfahren fällt es vielleicht auch nochmal auf die Gusche. Das gehört dazu. Ne? Fehler, sich einstehen zu können. Aber eben sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern eben dann nach dem Höheren trotzdem streben. Dann glaube ich, dass das auch ein Mechanismus wird, wie Zähne putzen früh. Und nach ein paar Jahren, Monaten vielleicht sogar bloß, ist es etwas, wo du dich selber konditionierst hast, nach Größerem zu streben. Ja. Was passiert? Du bindest dich natürlich auch an größere Felder an. Und es entsteht wieder dieser Austausch. Und du darfst es nicht per se, dass man sagt, du musst es, wenn du es machst, dann kriegst du auch deinen Erfolg. Nee, es muss nicht so sein, aber die Wahrscheinlichkeit steigt doch deutlich. Ja. Weißt du, ich würde es so formulieren, im evolutionären Modus leben. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen Gegenteil der üblichen Idee der Nachhaltigkeit. Oder man könnte sagen, das ist die höhere Nachhaltigkeit. Ne? Entwicklung als höhere Nachhaltigkeit. Dynamik als übergeordnete Stabilität. Ne? Nicht statisch, so auch diese Evolution als stetige Wachstum. Ja? Es ist kein Rennen, um irgendeinen maximalen Zustand zu erreichen, sondern normaler Lebensmodus. Und dies zu verinnerlichen, dass wir nicht irgendeine ruhige Station, einen ruhigen Hafen finden sollen, ja, wo wir dann uns entspannen und stabil werden, sondern in der Evolution, in der ewigen Selbstentwicklung entspannt bleiben. Das ist sogar eine tiefe Entspannung in Gott hinein, ins Göttliche hinein, kann man sagen. Und diese Entwicklung, sie basiert auf Überschreitung der Grenzen, der eigenen, der von kollektiv auferlegten, historischen, mentalen und so weiter. Überschreitung der Grenzen. Und das muss nicht als eine große Heldentat, sondern als Normalität angesehen werden. Ich bin derjenige, der ständig die Grenzen überschreitet, im positiven Sinne. Oder anders formuliert, ich bin derjenige, der ständig immer wieder regelmäßig eine Superleistung bringt. Das heißt, mehr als verlangt, mehr als zu erwarten war, drüber hinaus, mehr gebracht. So. Und das ist nicht einmal in 10 Jahren, dann klopfe ich mich noch weitere 20 Jahre dann auf die Schulter, ja, in Erinnerung an die Heldentat, sondern ich mache das zu meiner Normalität. Diese Evolution, diese Dynamik, diese immer auf der Welle reiten und immer wieder eine Superleistung, ja, ohne da gleich so in Selbstlob zu verfallen. So, die Superleistung, das ist so die Grenze brechen in der simplen Analogie, die nicht alle Lebensbereiche abdeckt, wie jede Analogie ist, die begrenzt. Du fängst an, da Liegestützen zu machen und du hast 10 geschafft, ne? Und dann denkst du, okay, also dann beim nächsten Mal 11. Nein. Mach beim nächsten Mal 20. Ja, das ist, was meine ich mit Superleistung. Du wirst entdecken, dass das geht.
Ja, würdest du auf 11 Nummer fahren, dann wäre dann 12, dann wäre da 13, du bist in der Arithmetik und nicht Geometrie. Ja, das ist keine exponentielle Sache. So, in der Analogie geht das nicht endlos, aber insgesamt, was Leben anbetrifft, weil es so viele Bereiche umfasst, gehe von Superleistung aus, dass viel Luft nach oben in vielen Bereichen da ist und greife nach den Sternen. Oft brauchst du einfach Mut, ein bisschen Gerissenheit oder ein bisschen Humor. Ja, das nicht so ernst zu nehmen, diese 11 Liegestütze, ja, so, die zu überwinden gilt, ja, sondern ganz locker nach Sternen greifen. Und so bist du dann im evolutionären Bereich in deiner Superleistung als Normalität angekommen. Und das ist ein sehr schöner, geiler Lebensmodus. Mhm. Hat nicht Schopenhauer das so ein bisschen ausgedrückt, so nach dem Motto, Leben ist fördern und fordern, aber eben nicht ans Leben, sondern an sich selber fördern, aber auch fordern, ja, und immer genau dieses Thema mit reinnehmen und dann nicht dem Egoismus zu verfallen und dann wie so ein Hund letzten Endes nach Aufmerksamkeit zu ringen, so nach dem Motto, schau mal, ich hab den Stock gefunden, ja, jetzt belohn mich, ich bin ganz toll, hefte mir einen Orden an die Brust, sondern diejenigen, die das eigentlich aus einer Natürlichkeit heraus machen, sind ja die am allerwenigsten, wo du das hörst in der Dauerberieselung, wie toll sie sind, sondern sie werden von ihrer Umwelt als solches wahrgenommen, dass sie jemand sind, ja, der etwas imstande ist zu vollbringen, unabhängig der Größe. Ja, ob es jetzt nun der Weltfrieden ist oder eben 10 Liegestütze mehr als notwendig ist, das wird wahrgenommen und wir nehmen solche Menschen dann plötzlich mit Respekt wahr, nehmen sie als Autoritätsperson wahr. Warum? Weil sie ihren Scheiß auf die Reihe kriegen, weil sie es einfach tun und nicht ständig drüber nachdenken, sondern machen. Ja. Patrick, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Dann lass uns gerne so stehen. Ich möchte dich aber bitten, weil wir ja mehr oder weniger noch am Jahresanfang sind, gib uns trotzdem, du hast gerade ein Webinar noch angesprochen, teaser uns den Zuschauern gerne noch an, was hätte sie denn zu erwarten, wenn sie teilnehmen wollen? Du hattest was mit deutscher Kultur, das könnte interessant werden. Kulturcode, das heißt zwar so, oder ich nenne es so, Kulturcode, um das vom kognitiven Code oder mentalen Code als Grundgerüst der Nation zu trennen, ja, so eher Grund, nicht mal Werte, sondern das Wort Code passt. Ich bin ja seit 30 Jahren hier im deutschsprachigen Raum, ja, und es ist immer noch eine Wunde für mich, also den Zustand zu sehen dieser großen Nation. Und ich will es auch ergründen, weil ergründen und kommunizieren. Ich weiß einfach aus Erfahrung, dass man das sehr nahe nicht scharf sieht oder nicht beurteilen kann. Ja, etwas, was selbstverständlich ist, können wir schlecht analysieren. Ja, Fokus, oder, ne? Oder überhaupt in Fokus zu bekommen. Ja, nach dem Witz, ja, wie der Fisch sagt, wo ist dieses Wasser, von dem alle reden? Genau. Ja. So bin ich als Außenstehender, der aber die deutsche Seele und nationalen Charakter und Sprache und Historie, ja, lieb gewonnen hat und durchdrungen hat, glaube ich, kann so einen Spiegel meinen deutschen Freunden vorhalten und erzählen, wie das Deutsche sozusagen aus der Superposition wahrgenommen wird und auch mal ruhig die Finger in die Wunde legen, die geheilt gehört, ja, und das ist ein ziemlich harter Ecker, ja, wir wissen ja um den Zustand nach dem gebrochenen Rückgrat, ja, im Zweiten Weltkrieg. So, aber das ist nicht, ich wollte nicht so auf Ebene der Floskel bleiben, die Leute mehr oder weniger kennen, sondern ich wollte wirklich Formeln erschaffen, auch historische Imprints, also Prägeereignisse rausholen, Persönlichkeiten, unsichtbare tragende Glaubenssätze und die Formel, die Handlungen hervorbringen, die Deutschland dahin geführt hat, wo es ist. Was ist dahinter? Was ist die Mechanik? Was ist der Quellcode von all dem? So, das will ich einfach plastisch machen. Und ich freue mich schon auf die viele Hours von meinen deutschen Freunden, die sagen, oh, das ist verdammt nochmal, dass ein Fremder so begriffen hat. Aber gerade das ist der Vorteil des Fremden. Ne?
Absolut, der Blick von außen, ne? Genau, das ist es. Und so wie ich dich kenne, ja, und schätze und auch wirklich, ja, dich ja auch so mag, wie du bist, wird das mit Sicherheit eben nicht an der Oberfläche sein, ein Seminar, sondern es wird wohl sehr, sehr konkret werden, wie du schon sagtest. Da wird sicherlich auch die ein oder andere Wunde mal bluten, aber das gehört eben halt irgendwie auch dazu, wenn man sich damit beschäftigt. Und es ist ja auch kein leichtes Thema, aber ich finde auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es unsere Zukunft betrifft. Auch wenn es in der Vergangenheit stattgefunden hat, ist das ein zentraler Punkt, der zur Heilung letzten Endes unbedingt sogar angegangen werden soll. Also hier sicherlich nichts für Menschen, die oberflächlich sind, sondern die es genau wissen wollen. Lade ich dich gerne ein. Folge dem Link unter diesem Video. Dort findest du die Anmeldemöglichkeit zu dem Webinar von mir. Vorausgesetzt, das Gespräch kommt diese Woche raus. Schon wir schauen, dass wir das vielleicht hinbekommen, ja. Wenn es nicht der Fall sein sollte und du siehst jetzt, das Webinar ist vorbei, es ist nicht das Letzte. Speichere dir einfach mal die Seite vom Goa ab. Ansonsten, wenn du nicht warten kannst, empfehle ich dir die Bücher. Gibt jede Menge YouTube-Videos auch von dir. Du bist ja auch durchaus bei vielen anderen Leuten auch immer wieder zu Gast mit sehr interessanten Themen. Da kann man sicherlich die Zeit auch gut vertreiben im Sinne einer wirklichen Reise und sich mal mit Grenzthemen beschäftigen. Das hat mir sicherlich noch nicht geschadet. Ich kann es auf jeden Fall so sagen, mich hat es in meinem Leben auch nach vorne gebracht. Ja, gewisse Erkenntnisse eben halt mal aus deiner Sicht zu betrachten, hat schon eine Qualität mitgebracht. Punkt. Ja, und das ist etwas, wo ich sehr dankbar bin, dass wir uns da auch immer wieder so austauschen können. Ich danke dir, mein Lieber, für die lobenden Worte. Sehr gerne, vom Herzen. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich hoffe, wir konnten dir was mitgeben. Schreib doch mal deine Kommentare oder dein Gefühl. Wie siehst du das? Was haben wir besprochen? Welche Resonanz hat es in dir denn ausgelöst? Würde mich sehr freuen, da von dir zu lesen. Wenn du das erste Mal auf dem Kanal bist und jetzt vielleicht doch sagst, ja, vielleicht möchte ich da mehr hören, abonniere den Kanal. Natürlich auch den bitte vom Goa, altera.tv. Verlinke ich dir auch nochmal. Und wenn du richtig uns was Gutes tun möchtest, dann lässt du bitte einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Goa, dir auch alles Gute. Wir hören uns. Ich danke dir. Danke, Lothar. Bis zum nächsten Mal.